Der Weltgebetstag 2021 wurde von Christinnen der Republik Vanuatu vorbereitet. Vanuatu, eine Inselgruppe mit ca. 300.000 Einwohnern, 2.300 Kilometer östlich von Australien im Pazifischen Ozean gelegen. Das Land ist stark vom Klimawandel durch Dürre und extremen Regenfällen bedroht. Frauen aller Konfessionen luden zum Weltgebetstag am 5. März 2021 ein. An diesem Nachmittag waren auch die Kirchen von Langendorf, Mora und Herdingshausen geöffnet. Wegen der Corona-Pandemie musste der Abstand selbstverständlich zum nächsten eingehalten werden. Bei leiser Hintergrundmusik konnte man mit seinen Gedanken bei den Menschen in Vanuatu sein. Die Vorbereitungsteams hatten kleine Taschen mit Inhalt vorbereitet, die den Besucherinnen überreicht wurden. In diesen Täschchen war ein Heft mit Liedern und Gebeten und mit Berichten vom Leben der Inselbewohner abgedruckt. Hallo, hallo, das ist deine kleine Food-Disaster-Tüte für den Weltgebetstag in Vanuatu. Dankeschön, bitte, freut mich. Trotz Corona begingen hiesige Gemeinden den Weltgebetstag im Jahr 2021, um auf die schwierige Situation der Menschen, insbesondere der Frauen in Vanuatu, hinzuweisen. Auch über das dortige Leben wurde in den Kirchen berichtet. Eine rauschende Wirkung hat. Das hat also ein Rausch. Ja, das heißt, keine Ahnung. Auch in den Gebeten standen die Menschen, insbesondere die Frauen von Vanuatu, im Mittelpunkt. Belegen die Regierenden und das Volk von Vanuatu in deine weisen Hände. Wir wollen aufstehen gegen Ungerechtigkeit in unseren Ländern und Widerstand leisten. Gib uns die Kraft, für unsere Inseln, Völker und Nationen Verantwortung zu übernehmen. Wir beten, dass wir in Einheit, Liebe und Frieden mit ethnischer und kultureller Vielfalt leben können, wie in Vanuatu und vielen anderen Orten auf der Welt. Verbinde uns in Liebe, Frieden und Freude. Wir denken an die Menschen, die von Naturkatastrophen wie Wirbelstürmen und Vulkanausbrüchen bedroht sind. Wir sorgen uns um Menschen, die unter Abhängigkeiten leiden. Wir beten gemeinsam zu Gott für uns Vater und Mutter. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Zum Schluss Dank an die Frauen der Kirchengemeinde Mora, Langendorf und Herdingshausen, die für die Planung und Organisation dieses Weltgebetstages verantwortlich waren und die mitwirkten.